Hallihallo miteinander. Da ich ja bei Facebook in der Gruppe Kartenbasteln und mehr bin und dort mit Isolde auch befreundet bin über Facebook und sie jeden Tag macht sie ein Kalendertageblatt. Wirklich jeden Tag und die sind immer total toll. Und dann habe ich ja schon seit ewigen Zeiten von Elisabeth Craft Design mehrere Standschablonen für so eine Kalender. Und dann habe ich mir gedacht, wir fahren jetzt nächsten Monat für eine Woche nach Dänemark und ich mache mir mal da so Kalenderblätter. Erst habe ich ja überlegt, also ich mache die jetzt nicht nur für den Urlaub, sondern ich mache die fürs ganze Jahr. Anfangen tue ich damit nicht Anfang des Jahres, sondern ich fange jetzt im Oktober damit an. Und dann mache ich quasi für jeden Monat ein Kalenderblatt und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Dieses hier fange ich an mit, ich zeige euch mal die Sets, ich habe zwei verschiedene benutzt. Einmal dieses hier, so sieht es aus, ich verlinke euch das gerne unten in die Kommentare und dann habe ich nochmal, wie gesagt, ich habe die schon ganz lange, teilweise habe ich die schon wirklich lange und dieses Set hier. Und ich habe da noch nie was mit gemacht und da ja gerade mein Motto ist, benutze die Sachen, die du noch nie benutzt hast, mache ich das jetzt mal. Und dann habe ich mir gedacht, ihr habt von nichts eine Ahnung, wie das geht, ich mache das einfach mit euch zusammen, wie immer, ne? So mein Plan. Das Papier ist aus einem Block von Action und zwar aus, Moment, ich zeige ihn euch, aus Grunge and Feelings. Oder Grunge Feelings. Da habe ich den rausgenommen, dieses Blatt. Das hat mir gut gefallen. Das ist auf der einen Seite so. Und die andere Seite sieht so aus. Finde ich, passt ja auch irgendwie, wenn man im Urlaub fährt. Und die erste Seite mache ich jetzt gleich mal mit euch. Wie gesagt, ich habe mir hier schon ein paar Sachen ausgestanzt. Hier ist einmal dieses Teil. Das kann man dann so hin und her ziehen. Das fand ich so toll. Muss die haben. Diese hier habe ich auch noch nicht so lange, aber wie gesagt, ich musste sie erstmal haben und gemacht habe ich damit noch nichts. Also die Stanze ist ja nur diese und ich habe das Kraftpapier einfach hintergeklebt und diese Teile hier kamen da raus und eins davon werde ich jetzt nehmen und werde hier DK für Dänemark draufkleben. Ja, ich hatte gerade überlegt, ob ich das alleine mache, weil aus dem bekannten Problem, aber nö, ich mache das mit euch zusammen. Gibt ja noch andere, die auch nicht gut gucken können. Vielleicht ist es denen ein bisschen eine Motivation zu sehen, die kann auch nicht gut gucken und bastelt trotzdem. Machen wir einfach. Das ist Bastelkleber von Action, den ich hier drin habe. Ups. So wollte ich das gerade nicht. Und dann machen wir hier mal. Der sollte natürlich nicht auf dieser Seite beklebt sein. Das Schlimme, das Gute daran ist, dass es ja der Bastelkleber von Action ist. Und hier nicht Tombo, der ja, wenn er trocken ist, auch noch klebrig ist. Und deswegen benutze ich für die Sachen, wo was raus tropfen könnte oder an der Seite noch zu sehen sein. Lieber den Kleber von Action. Der ist auch echt gut, von daher gibt es da auch nichts dran auszusetzen. Jetzt hoffe ich mal, das ist relativ gerade. Ja, es war gerade, ne? Jetzt habe ich es schief gemacht. Egal. Wenn ich hier so drauf tippe, dann nehme ich natürlich auch den Kleber, der rausgekommen wollen ist, einfach mit meinem Finger weg. So, und den klebe ich jetzt hier oben als erstes rein. Natürlich kann ich auch noch keine Fotos und nichts reinmachen, weil wir fahren da ja erst hin. Und dann habe ich mir so gedacht, ich fand es so schön, dass, wie gesagt, Isolde da immer das jeden Tag macht. Also das könnte ich nicht. Dazu würde mir einfach auch ja,
der Elan fehlen. Da kommt mir ganz oft auch meine Körperlichkeit in die Quere. Aber wenn ich jetzt pro Monat ein so ein Blatt mache, oder von mir aus auch zwischendurch mal öfter, wenn es denn nötig ist, und dann mache ich das doch einfach mal. Und natürlich mache ich das nicht so wie Isolde, weil, wie gesagt, sie macht das ja auch in Junk Journal Style. Gucke ich mir mal voll gerne an, habe ich noch nicht wirklich so richtig gemacht. Ich kann das nicht gut, und auch wenn es man denkt, ja, Junk Journal ist ja so, mach aus Resten, aus Müll was, ich bin nicht so begnadet. Also dieses Teil fand ich so genial, und hier werde ich dann kleine Bilder von uns reinkleben, die wir noch machen werden. Die lasse ich mir dann bei Rossmann oder so ausdrucken, extra so kleines Format. Finde ich witzig. Und dann habe ich mir, damit es ein bisschen erhöht ist, hier hinten habe ich mir auch noch was aufgeklebt, und hier habe ich mir mit meiner, dieser, die ist von EK Tools, noch einen Kreis zweimal ausgestanzt, und das klebe ich hier hinten auf, damit es ein bisschen erhöht ist und nicht irgendwo rumspackelt. Muss ich mal gucken, wie ich das anbringe, weil ich will es natürlich nicht hier damit das ruinieren, so dass es mittig ist. So, also der kommt hier jetzt hin. So, wir machen lieber einen Ticken weiter unten, weil ich hier schon wieder nicht mehr genau weiß, wo ich den gerade positionieren wollte. Wie ich ja schon, also ich mache immer mal so kleine Mini-Alben, und da, als ich damit anfing, habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich auch so Planer machen. Dann habe ich mir gedacht, ich kenne niemanden, der die benutzt, dem ich das schenken kann. Und dann fiel mir auf, warum um alles in der Welt will ich immer alles irgendwie nur machen, um es anderen zu schenken, und mache nichts für mich. Und wie ihr seht, mache ich das für mich. Moment, ich muss mal kurz Pause machen. So, sorry, ich musste nämlich mal schnell mein Handy leise machen. Das hatte ich nämlich vergessen, und da das hier vor mir liegt, habe ich mir gedacht, oh, das mach mal schnell. Bevor, kommt ja immer gerne eine Nachricht, wenn ich gerade ein Video mache. Das habe ich jetzt mal schnell auf stumm geschaltet. Ich hätte das natürlich auch vorher schon mal ankleben können, ich Schlaubi. Mache ich aber jetzt. So. Die Ränder habe ich übrigens eingeinkt. Und das ist das Einzige, was ich schon vorher gemacht habe, weil das war mir zu klein, zu fiddelig. Das wollte ich nicht während der Kamera, also während das mitläuft, wollte ich das nicht machen. Also das gibt ja auch Grenzen, wo ich sage, nee, möchte ich nicht. Obwohl ich euch ja wirklich fast alles irgendwie, wie ich es probiere, zeige, aber manche Sachen sind einfach nervig. Jetzt sollen die ja auch noch hin, aber die inke ich mir auch noch ein. Das mache ich auch nicht während der Kamera. Ist ja blöd. Ist nervig, und deswegen mache ich das nicht. Da war auch hier diese kleine süße Kamera bei. Jetzt überlege ich noch, wie da noch was hinterlege. Ja, das machen wir, ne? Muss ich mal gucken. Ich habe ja hier überall noch mein Papier, was ich benutzt habe. Und da werde ich von dem hier was hinterlegen. Das muss ich mal, ich schneide mir mal ein kleines Stück ab, was so ungefähr passt. Das hätte ich mir beinahe einen Finger geschnitten. Und dann
Die muss ich mal ein bisschen noch mal hier ein extra Stück abschnippeln, was da oben reinpasst. Ich hätte es natürlich auch noch ein weiteres Mal ausstanzen können und gucken, dass ich das, was ich ausstanze, denn da reinmache. Das ist wahrscheinlich die bessere Variante, dann passt es wenigstens, ne? Das mache ich mal mit euch zusammen. Den mal ein Stück zur Seite und hier den Kleber und dann nehme ich mal hier die Kamera raus. Gucken, ob ich hier noch einen Rest habe, wo das passt. Da ich ja nicht die komplette Kamera brauche, sondern nur das Weiße davon, aber jetzt der Sparfuchs an mir versucht es mal so zu machen, dass es trotzdem noch passt, dass ich sie noch mal benutzen kann. So, Achtung, Entschuldigung, dass jetzt hier ich mache übrigens auch mit der Stanzschablone, also dass ich das mit euch stanze, deswegen nicht. Das ist ja, sehe ich mal, das wackelt und es ist nervig. Ihr seht eigentlich nur meine Hand und nichts von dem Stanzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich auch schon vorher machen. Dann nehmen wir nämlich einfach mal Teile, die hier rausgeflogen sind, und dann klebe ich das hier zusammen und mache die da rein. Ist irgendwie besser, oder? Und ich habe natürlich wieder mal vergessen, hier den Kleber zuzumachen. Und dann mache ich einfach mal ein bisschen Kleber rein. Hört ihr das eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt, dass hier die ganze Zeit die Hähne krähen. Unsere Nachbarn haben zwei Hähne und mehrere Hühner. Und die Hähne sind die ganze Zeit am Krähen. Also gibt ja Leute, die sagen, oh, das ist voll schön und voll schön ländlich. So ländlich wohnen wir gar nicht. Ich finde es auf Dauer echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die haben auch irgendwie, weiß ich nicht, zeitlich. Manchmal krähen die auch mitten in der Nacht. Und da wir mit weit offenem Fenster schlafen, höre ich das immer. Mein Mann hört es nicht, da ist es gut, dass er nicht gut hören kann. Also wir ergänzen uns prima, ich kann nicht gut sehen, er kann nicht gut hören. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, weil ich habe ja das Fenster offen. So, dann habe ich nämlich jetzt hier die Kamera und kann die viel besser noch nutzen. Und diese hier nehme ich dann nämlich einfach die schwarzen Teile, die bei dem anderen rausgekommen sind. Und dann habe ich zwei Kameras. So, wo habe ich denn jetzt? Da ist es. Da muss ich mal überlegen. Und hier habe ich ja noch
mir aus dem anderen Set, aus diesem hier, habe ich ja auch schon fertig, da ist dieses Love drin. Das sage ich einmal in weiß und einmal natürlich wieder dieses wunderbaren Papier von Dedi. Und hier ist eine Tasche bei und da kann man dieses dann reinmachen. Das kommt aber auf die zweite Seite. Und dann habe ich hier einen schönen Splash. Der kommt auch auf die andere Seite. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den hier... Es wäre natürlich geil, wenn es jetzt hier Dänemark wäre. Ne? Dann könnte ich den hier so hinpinnen. Hier habe ich noch ein Euro-Zeichen. Gucken, den werde ich mal hier auch ein bisschen eininken. Wobei das ja ein bisschen schwierig ist hier, dass nicht ich meine Finger mehr inke als das Euro-Zeichen. Ja, und wie ich ja, ich werde ja ab und zu gefragt, warum ich immer alles eininke. Und ich sage das, habe das schon mehrmals gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal. Das mache ich, damit es sich besser abhebt, damit der Kontrast einfach schöner ist. Wo mache ich das Eurozeichen hin? Das weiß ich noch nicht. Dann habe ich hier, hier werde ich mal die Ecken mir abrunden. Davon habe ich ja mehrere. Ich muss mal gucken, welchen ich jetzt gerade nehmen will. Ich mache mal kurz Pause. Kleinen Moment. So, habe ich mir jetzt mal hierher geholt. Ich wollte jetzt nicht die zusammensuchen und ich habe mich schon auch entschieden, und zwar für diesen hier. Den packe ich mal weg und werde hier die Ecken mal ein bisschen dazu anpassen. Finde ich sehr cool, diese Eckenabrunder. Und eigentlich wollte ich ja hier diese Nieten nehmen, aber da ich ja die Rückseite auch benutzen werde, habe ich mir gedacht, ich werde hier mal diese nehmen, damit es so aussieht, als wenn da Nieten drauf sind. Also den klebe jetzt erstmal auf und den, der soll hier unten hin, wobei das natürlich echt zu hell ist, das Weiß. Ne? Also muss ich das mal hier, ups, hier mal ein bisschen dem anpassen. Zu weiß darf es nicht sein. Sonst sieht es doof aus. Passt nicht zum Rest. So, hier mal. Kurz sauber machen. Und dann klebe ich den schon mal auf. Hier werde ich noch was draufschreiben. Oder ich nehme hier mit den kleinen Buchstaben, die ich habe, auch aus dem Z, wo ich auch das DK mache, mache ich hier vielleicht auch noch oder ich nehme von Tim Holz. Von Tim Holz habe ich ja die kleine Stanzmaschine und da waren auch Buchstaben bei. Quatsch, Zahlen. Ich kram das mal gleich raus. Und dann werde ich da noch 2023 drauf machen. Und 10, 20, 23. Mal gucken, wie groß die sind, ob das hier so raufpasst, wie ich mir das gerade vorgestellt habe.
So. Und zwar ist der hinter mir. Mal gucken, in welchen ich das drin habe. Hier ist mein Tim Holz. Und habe ich hier aus meinem Sidekick. Ups, hier machen. Einfach mal unter mich. Habe ich ja hier, packe ich mal zur Seite, den und den und den, der kommt ja auch zur Seite. Da war bei der Sidekick hier so ein kleines süßes, hier. Die Sidekick steht hier. Da ist sie, hier meine wunderbare Sidekick. Wollte ich die gerade eigentlich nehmen, aber in meinem neuen Bastelbereich habe ich die, ich muss mal gucken, ob sie hier oben sind, wo ich sie eigentlich vorher hatte. Ja, habe es mir gedacht, da sind sie nicht drin. Na gut, ich benutze nicht die Sidekick, sondern ich benutze hier, wie gesagt, die waren hier dabei. Einen Stempel, einen kleinen Prägefolder und diese ein kleiner Tag. Ja, und die Sidekick. Kann ich euch gerne auch verlinken. Ich mache Pause im Moment. Ich muss das jetzt wissen, wo ich das hin habe. Räumt nie euer Zeug auf. Und übrigens da, wo ich dachte, wo es ist, war es auch, aber ich habe es nicht gesehen. Hier ist dieses wunderbare Gerät. Und bevor ihr denkt, ich mache immer alles nach, wie ihr ja schon in einigen meiner Videos gesehen habt, habe ich schon ganz viele Sachen angefangen auszustanzen und habe noch nicht angefangen. Ja, wollte ich nur mal kurz gesagt haben, dass ich nicht irgendwie alle Pups lang irgendwas nachmache. So. Machen wir hier mal. Und die drei brauchen wir auch. Gucken, ob die auch da aufpassen. Ja, geht. Und dann ein bisschen angestaubt, meine gute Sidekick. Mach kurz mal einen Stauben. Was ich dabei ja mal sehr cool finde, ist, dass man die hier so, und jetzt ist sie fest hier auf der Glasmatte. Und dann haben wir hier das entsprechende Papier. Viel zu viel. Das ist hier zum Prägen, diese Platte. Mal gucken. Ja, die Seite will ich. Und dann. Die zwei muss ich gleich nochmal machen. Und die 0. Das ist sehr dickes Papier. Ich mache jetzt mal hier 4-mal. Aber wie gesagt, es ist sehr dicker Tonkarton. Alles draußen.
Und dann machen wir nochmal die 0, 20, 23 und 10. Und ich werde dann immer ein Video machen pro Kalenderseite. Also wenn ich die erste fertig habe, dann endet das Video und dann mache ich die zweite und so weiter. Dann habt ihr länger was davon und meine Videos sind nicht noch länger, als sie sowieso schon immer sind. So, den packe ich mal hier rüber und dann hier machen wir die 3 wieder hin und die 2 und die 1. Und dann kommt das hier rein. Und dann werde ich einfach mal die Sachen da mit reinmachen und packe das direkt neben meine Sidekick. So, das kommt hier nach hinten und dann haben wir hier, machen wir jetzt 20, 23. Mache ich die 10 da auch noch hin und dann so Schrägstrich. Mal gucken, ne, ob das irgendwie passt. Und den benutze ich einfach hier als... Geht, ne? Das können wir prima so machen. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, dass ich das auch, ja, ink ich die ein oder ink ich die nicht ein? Ich ink sie ein, ne? Oder nee, ich mache das mal diesmal nicht. So, ich mache Pause, klebt es, ist nicht so spannend. Bis gleich. So, jetzt klebe ich die, also hier habe ich 10, 20, 23 und ich klebe die jetzt doch auf und sage euch gleich noch was zu den Zahlen. Also ich habe bei der 20, 23 zuerst die 2 hier vorne geklebt und dann die 3 da hinten, damit die hier passt und ich dann nicht irgendwie das zu gequetscht habe. Ja, das wollte ich noch schnell sagen und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache das hier doch noch ran, damit ich das erste Kalenderblatt denn fertig habe. Und ihr wisst ja, ne, wenn es zu lange dauert, einfach vorskippen oder Schnelldurchlauf auf 2. So gucke ich übrigens auch ganz oft Videos, weil ich viel zu ungeduldig bin. Es sei denn, da ist irgendwas erklärt, was ich gerne nachbasteln will. Das mache ich ja auch. Dann mache ich das nicht auf 2, sondern gucke mir das natürlich in Ruhe an. Aber hier ist ja, ich meine, wenn ihr das auch habt, könnt ihr das natürlich mitbasteln und euch da irgendwie ein bisschen mit inspirieren lassen. Das ist immer ganz schön, wenn man andere inspiriert oder auch sich inspirieren lässt. Wie gesagt, ich habe ja schon einige von diesen Standschablonen und habe sie zwar auch schon mit euch zusammen, habe ich auch schon Videos gemacht, ausgestanzt. Aber letztendlich liegen die hier in meiner Plastikhülle und gemacht habe ich es nicht. Hier meine sehr dicke Plastikhülle, wo ich 1000 Sachen schon ausgestanzt habe, die ich eigentlich auf so eine Teile hier machen wollte. Und ja. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich gucke das jeden Tag an und finde das jeden Tag gut, dann sollte ich vielleicht doch endlich mal auch selber anfangen.
Eigentlich wäre jetzt noch eine Herbstkarte wieder dran, aber ich hatte einfach Lust, das zu machen und deswegen zeige ich euch das. Da ich ja im Moment auch damit beschäftigt bin, an meiner Ernährung zu schrauben und an meinem Schlaf und dass ich mehr schlafe und hier meine wunderbare Uhr, die ist übrigens echt super, die, die ich auch vorgestellt habe in meinem Video, kann ich nur empfehlen. Hat ganz toll in den Apps, was man da noch machen kann. Ja, finde ich schon mal sehr cool. Und wie gesagt, hier kommen dann noch Fotos von uns rein. Dieses Hoch- und Runterschieben ist doch mal voll das geile, voll das tolle Gimmick, oder? Was sagt ihr dazu? Und der soll hier noch hin, aber da mache ich jetzt doch die Ecken ein bisschen doller. Weil ich finde, dass sich das sonst nicht doll genug abhebt. Und deswegen kommen die Ecken jetzt ein bisschen doller. Dann bin ich gespannt, wie euch mein Projekt gefällt. Und das werde ich jetzt immer mal wieder hochladen. Könnt ihr gerne gucken. Und ja, da will ich, wie gesagt, für jeden Monat mache ich eins. Und das zeige ich euch dann. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und dann entgeht euch das nicht, wie die anderen alle aussehen werden. Davon mache ich 12 Stück. Und den mache ich hier so hin. Finde ich schon mal einen sehr schönen Anfang. Also, und das Wichtigste übrigens, das Wichtigste beim Basteln ist immer, dass es euch gefällt. Es muss gar niemand anderen gefallen. Und wenn ihr eine Karte für jemand anderen macht, die ihr toll findet, dann freut euch darüber. Was auch immer ihr bastelt, freut euch daran. Und wenn es misslingt, ja, kann man sich trotzdem freuen, weil der Weg hat ja trotzdem dahin Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht nicht 100% funktioniert immer. Das geht ganz vielen so, das geht auch den langjährigen, wirklich guten Bastlern so. Und das Wichtige ist, habt Spaß. Habt Spaß an dem, was ihr macht und erfreut euch daran. Und lasst euch von Kritik nicht runterziehen. Es sei denn, ihr fragt, kann ich was verbessern und euch sagt jemand, hier, das und das könntest du noch ändern, dann ist es okay, aber ansonsten lasst euch. Oh, nee, da, ich weiß nicht, den muss ich noch irgendwo hinmachen, aber ich weiß noch nicht wo. Den muss ich mir noch überlegen. So, wie gesagt, diese Seite mit den anderen Sachen, die ich habe, werde ich auch noch machen, aber nicht jetzt in diesem Video. Also bleibt dabei, guckt mit rein und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mein erstes Blatt findet. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.